Ahoi, liebe Messefreunde, zu einem neuen Video auf unserem Kanal Kreuzfahrtcamper, das CMT Messe-Update. Das steht im Haus, in knapp einer Woche geht's los und was euch da erwartet, das seht ihr nach dem Intro. Was erwartet euch auf der CMT-Messe 2024? Wie gesagt, in knapp einer Woche geht es los und auf jeden Fall Campfire der Ideen. Am Samstag lohnt sich es schon auf jeden Fall dabei zu sein. Richtig coole Sachen, da gehen wir gleich drauf ein. Dann Hannes Camper hat eine neue Marke rausgebracht, die werden wir uns dort natürlich anschauen und schon im Vorfeld darüber natürlich berichten. Auch das gibt es gleich. Und dann sind YouTuber wieder natürlich en masse drauf und viele weitere Informationen. Und das seht ihr alles jetzt. Aber dafür gehe ich rein in Van, denn hier ist es ein bisschen zu kalt draußen. Spannende Aktion, tolle Berichte und neue Fahrzeuge könnt ihr auf der CMT 2024 erwarten. Am 13. Januar um Punkt 10 Uhr startet die weltweit größte Publikumsmesse für Tourismus und Freizeit. 9 Tage lang könnt ihr in Stuttgart einen besonderen Messeflair erleben und ihr könnt euch über eure Reiseziele für 2024 einfach mal beraten lassen. Gleich am Eröffnungstag könnt ihr eine ganz besondere Höhle der Löwen-Show auf der Hauptbühne im Atrium, also bei Halle 1, erleben. Campfire der Ideen. Das ist eine Aktion von Markus von Fan4Van und Ela und Olli von Van Riding. Und dieses Gemeinschaftsprojekt der Dreien ist, um neue Ideen für uns Camper vorzustellen. Ich denke mal, ihr habt es vielleicht bei Instagram schon gesehen. Ist auf jeden Fall eine coole Sache. Und laut CMT-Rahmenprogramm beginnt die Show um 11.30 Uhr. Und wir werden uns Campfire der Ideen, das große Finale, natürlich anschauen. Jetzt ist aber wichtig zu beachten, laut der Webseite von Campfire der Ideen, da steht, das beginnt erst um 12 Uhr. Also seid um 11.30 Uhr besser da, da verpasst ihr auf keinen Fall was. Wie im letzten Jahr begrüßt euch das Van and Friends Wohnzimmer in Halle 8. Spannende Vorträge, interessante Talks könnt ihr dort auf jeden Fall erleben von Leuten, die das Van-Leben wirklich ausleben. Zurzeit sind wir ein bisschen irritiert, denn laut der eigenen Webseite wäre Van and Friends in Halle 10 und ja, laut CMT in Halle 8. Also macht einfach mal ein Spiel daraus und zwar ein Suchspiel. Wo findet sich das Van and Friends Wohnzimmer? Ein kleiner Vorteil natürlich, Halle 10 und Halle 8 liegen direkt beieinander. So könnt ihr ein bisschen Spaß haben. Wir gehen von Halle 8 aus, aber wie gesagt, vielleicht ist auch Halle 10. Natürlich wird es auch Messe-Neuheiten geben auf der CMT24, so zum Beispiel erweitert Hannes Camper nach nur einem Jahr sein Portfolio um Vika-Vans. In Halle 3 Stand B71 könnt ihr euch den großen und den kleinen Hannes anschauen und wie sehen die neuen Vika-Vans aus? Was wir schon sagen können, es ist keine preisliche Nische, also ein sehr kostengünstiger Van, aber ein interessanter Van. Wir selbst werden schauen, was die neue Marke aus dem Hause Hannes Camper so kann. Die Bela Freizeit Fahrzeuge GmbH will auf der CMT Eingang Ost Stand EO241, ich muss das ablesen, sonst kann ich mir solche Standnummern nicht merken, ihren Serienreifen Iridium EV24 Kastenwagen auf Basis des Ford E-Transits präsentieren. Ist die Camperwelt wirklich bereit für einen E-Camper? Auf der CMT können wir sehen, es gibt auch noch weitere Anbieter dort. Das konnten wir in letzter Zeit nachlesen. Also, wer sich für E-Camper-Mobilität interessiert, der sollte auf die CMT kommen. Gibt es bestimmt das ein oder andere dort zu entdecken. Dann nochmal ein Hinweis zu den Preisen. Wie immer, Online-Tickets gibt es diesmal nur. Also grundsätzlich online buchen. Die eine oder andere macht ihr Gewinnspiele, vielleicht habt ihr da auch einen Ticketcode, dann habt ihr das relativ günstig.
wir nicht, falls ihr darauf gewartet haben, sind nicht mit dabei, aber es gibt viele tolle YouTuber-Kollegen und Instagrammer, da könnt ihr auf jeden Fall CMT-Karten gewinnen. Wichtig ist, wenn ihr online bestellt, ist das ÖPNV-Ticket mit inkludiert. Wer das nicht hat oder mit Auto anreist, der kann auch vor Ort bezahlen. Es gibt wieder die SB-Terminals, da kostet es aber 3 Euro Aufschlag. Für euch dann würde eine Tageskarte zum Beispiel am Wochenende, das muss ich gerade gucken, statt 17 Euro 20 Euro kosten. Alle Informationen zu den Ticketpreisen sind wie immer in der Infobox unten verlinkt. Das Thema Anreise, gerade angesagt, wenn ihr mit dem Auto kommt, dann werdet ihr wahrscheinlich ein Ticket vielleicht auch vor Ort erst kaufen. Sonst die Anreise mit der Bahn, es ist und bleibt weiter schwierig. Stand heute können wir immer noch nicht sagen, werden die S-Bahn fahren. Wie gesagt, es gibt Baustellen, darauf weist die CMT auf jeden Fall schon mal hin. Da müsst ihr auf jeden Fall darauf achten. Die U6 ist auf jeden Fall eine gute Alternative, falls die S-Bahn nicht fahren sollten. Also wenn ihr euch zur CMT aufmacht, bitte unbedingt vorher schauen, fahren die S-Bahn und wenn nicht, steigt bitte auf die U6 um, dann kommt ihr auf jeden Fall zur Messe. Unser Tipp zur Messe, wenn ihr euch erfolgreich vorbereiten wollt, denn so einen Messebesuch sollte man wirklich mal vorher planen, da empfehlen wir euch weiterhin den Blog von hinfahren.de. Katja hat dort alle wichtigen Informationen für euch auf die Seite hinterlegt. Der Link ist natürlich in der Videobeschreibung, also da macht ihr auf keinen Fall was verkehrt. Und nebenbei, bei Katjas Blog könnt ihr auch sehen, was ihr wo in welcher Halle findet. Das hat sie wunderbar wieder aufgeschrieben. Also ihr könnt gucken nach der Marke, beziehungsweise nach Halle geht sie durch. Und dann seht ihr Marke für Marke für Marke. Und sonst natürlich empfehlen wir euch den Hallenplan direkt von der CMT Stuttgart 24. Tja, das soll es mit der Messe oder mit dem Messe-Update gewesen sein. Wir hoffen, wir sehen uns am ersten Wochenende in Stuttgart. Die Frage, seid ihr auch dabei? Was interessiert euch am meisten? Was sollen wir uns gegebenenfalls auf der Messe anschauen? Schreibt uns das gerne in die Kommentare und dann bleibt es dabei. In knapp einer Woche am 13. Januar, Punkt 10 Uhr, die weltweit größte Publikumsmesse für Freizeit und Touristik in Stuttgart öffnet ihre Pforten. Seid mit dabei, wir freuen uns drauf und bleibt uns in dem Sinne jetzt gewogen, bleibt gesund und dann sehen wir uns entweder beim Messe-Update, beim Camper-Update oder irgendwas anderes auf unserem Kanal Kreuzfahrt Camper. Ciao, ciao!